Meine edlen Geschwister, im Koran offenbart uns Allah subhanahu wa ta'ala eine Geschichte. Eine Geschichte, die bis zum jüngsten Tag als Beispiel für die gesamte Menschheit gelten soll. Durch seinen Gesandten Lut a.s. fragt Allah subhanahu wa ta'ala die Leute: Tut ihr etwas, das niemand vor euch jemals getan hat? Das war beispiellos. Und wir wissen genau, worüber wir sprechen. Es war das Volk von Sodom, das Volk von Lut a.s. Und ihre Sünden sind bekannt. Lut a.s. wurde zu einem Volk entsandt, das moralisch verdorben war. Sie begingen ihre Sünden in aller Öffentlichkeit. Sie waren sexuell unmoralisch und raubten Menschen aus. Es war ein Cocktail aus Verbrechen. Sexuell waren sie verdorben, denn die Männer vergnügten sich mit ihresgleichen. Und zur gleichen Zeit waren sie Räuber. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in der Surah An-Naml: Und wir sandten Lut, als er zu seinem Volk sagte: Wollt ihr denn sehen, das Abscheuliche begehen? Das Problem dieses Volkes war, dass sie sich für ihre Sünden noch nicht einmal schämten. Ihre Unzucht lebten sie öffentlich aus. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt auch das Wort Nadi, was als Club übersetzt werden kann. Sie waren also in ihren Clubs. Es ist wie heutzutage. Es gibt keinen Haya. Die Leute kümmert es nicht. Sie tun es einfach. Es spielt keine Rolle, wo und mit wem. Sie tun es einfach. Haya, Haya, meine lieben Geschwister, ist ein Verständnis, das allmählich verschwindet. Es ist dabei, völlig ausgelöscht zu werden. Bei Männern als auch bei Frauen. Wir sehen Männer und Frauen, wie sie laut schreien und lachen. Sie besitzen keine Beherrschung in puncto Ihtiram. Sie haben keinen Respekt voreinander und vor sich selbst. Nach und nach verschwindet es. Selbst bei Frauen mit Hijab, mit Niqab, sie sind laut, lachen und schreien, singen. Wo bleibt der Haya? Subhanallah, wo ist die Scham? Wo ist die Verlegenheit, die uns Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet hat? Meine lieben Geschwister, lasst uns das beherzigen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in der Surah Al-A'raf, als Lut a.s. sie verurteilte und sie warnte, dass sie auf den falschen Weg sind, wie sie darauf geantwortet haben. Achtet genau auf ihre Antwort. Vertreibt ihn und seine Leute aus der Stadt, denn sie sind Leute, die sich reinhalten. Das heißt mit anderen Worten, es sind Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala befolgen möchten. Sehen wir uns die heutige Lage an. Wenn irgendjemand Allah subhanahu wa ta'ala befolgen möchte, wenn irgendjemand etwas für den Islam tun möchte, wird man für einen Sonderling gehalten. Und wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, fremd begann der Islam und fremd wird er zurückkehren. Heil also den Fremden. Der Sadiq wird zum Kadhib und der Kadhib wird zum Sadiq, kurz vor dem jüngsten Tag. Menschen werden einem Lügner glauben und demjenigen, der die Wahrheit erzählt, nicht glauben. Menschen werden einem Glaubwürdigen misstrauen und einem, der hinterlistig ist, glauben. Das Böse wird heute als gut empfunden. Wenn man sich nicht am Bösen beteiligt, ist man unerwünscht. Das ist wie beim Volk von Lut, die sagten, sie möchten sich selbst reinigen. Meine lieben Geschwister, leben wir nicht in einer solchen Gesellschaft? Beschützt das System etwa die Leute, die sich reinigen möchten? Oder beschützt es vielmehr jene, die Schädliches tun? Es beschützt Freizügigkeit, Tanz, gemischte Gesellschaften von Männern und Frauen, Glücksspiel. Was ist los mit unserer Gesellschaft? Warum können wir den Worten Allahs kaum Beachtung schenken? Das Problem ist, als das unter dem Volk von Lut a.s. geschah, ließ die Strafe Allahs nicht lange auf sich warten. Warum begreifen wir es nicht? Warum verderben wir unsere Ehen? Warum verderben wir die Institution der Familie? Warum verderben wir Frauen für Männer und Männer für Frauen? Die Dinge sind verkehrt. Warum tun wir das? Wenn das geschieht, wenn sich die Leute nicht reinhalten, müssen wir die Strafe Allahs erwarten. Wir lernen nicht daraus. Wir sagen, es sei Mutter Natur. Die Erdbeben, die Tsunamis, wir machen die Natur verantwortlich. Wir begreifen nicht. Das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Meine lieben Geschwister, wenn wir diese Lektion nicht lernen, was denkt ihr? Warum lehrt uns Allah subhanahu wa ta'ala diese Geschichten im Koran? Was geschah mit dem Volk von Lut alayhi salam? Wir müssen eine Lehre daraus ziehen. Der Engel Jibril alayhi salam erhob sie empor, erhob die gesamte Stadt empor, wendete sie und ließ sie kopfüber wieder fallen. Und es fielen Felsen vom Himmel. Jeder Felsen war mit einem Namen versehen. Und jede Person in dieser Stadt, auch die Frau von Lut alayhi salam, die diese Sünde begangen hatte, wurde zerstört. Meine lieben Geschwister, wir müssen verstehen, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mit einer Fitra erschaffen. Und wir dürfen diese Fitra nicht verderben und abartig werden.
Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, uns zu beschützen und uns auf dem Sirat al-Mustaqim zu führen.